Ich begrüße euch alle recht herzlich auf diesen kleinen spontanen Vortrag. Dein Weg zu dir selber. Wir alle kennen das. Wir sitzen zu Hause am Tisch. In uns kommen Gedanken auf. Was kann ich machen? Was soll ich machen? Wie kann ich mein Leben verändern? Es kommt eine ganz große Anzahl von Möglichkeiten, die wir erwägen könnten. Gehe ich zum Therapeuten hin? Gehe ich zu meiner Freundin hin? Zu meinem besten Freund? Oder gehe ich sonst wohin? Aber ich sitze hier am Tisch und werde von irgendeiner Kraft festgehalten, die mich fest auf den Stuhl drückt und mich nicht herauslässt. Ich bleibe bei meinen Gedanken sitzen und verfolge sie. Im Hintergrund meiner Gedanken macht sich ein Gefühl breit, als wäre, wenn ich meine ganzen Altlasten loswerde. Es läuft ein Film ab, wo ich geschwingt hinter mir einen Strand sehe, eine Leichtigkeit sehe, wo Freunde sind, wo meine Liebste ist, wo all diese Dinge leben. Nur ich sitze hier am Küchentisch und komme mich in die Hufe. Ich habe schon versucht, mit ganz vielen kleinen anderen Dingen mein Leben zu verändern. Ich habe versucht, anders zu denken, versucht, anders zu handeln. Aber nach einer Weile ist mir immer wieder aufgefallen, ich komme in der gleichen Schleife an. Das heißt, es hat sich nichts verändert, nicht wirklich was. Und hier möchte ich euch was an der Hand geben, wo ihr sagen könnt, ich versuche es mal. Ich poche immer auf das Familienstellen, was ich seit über 20 Jahren mache, und genau diesen Hintern, der auf euren jetzigen Stuhl sitzt, zu lösen. Ich kann ihn nicht in Gedanken lösen, indem ich denke, sondern ich kann ihn nur lösen, indem ich jetzt gucke, warum sitze ich, warum klebe ich auf diesem Stuhl feste. Dieser Stuhl ist eine Metapher oder ist ein Symbol für viele andere Situation, wo ich nicht in Schwung komme. Wenn ich zu einem Familienstellenseminar komme und gehe, werde ich oft erstmal als Beobachter genommen. Ich sitze in einem Kreis. Ich sehe, wie sich Menschen vor mir aufgestellt werden, wie sie in eine Energie geraten, wie sie Worte sagen, wie sie weinen, wie sie lachen, wie sie höhnisch sind, wie sie arrogant sind. Aber alles dieses sind nicht diese Menschen wirklich. Es ist die Vertretung aus den Situationen dessen Leben, der gerade aufstellt. Derjenige, der aufstellt, ich schaue ihn an, ich sehe ihn, da stelle ich fest, er schaut ganz angespannt zu und ist wie gefangen in seinen eigenen Film, weil es sein eigener Film ist. Er kennt ganz viele Details wieder. Seine Frau, seine Kinder, seine Eltern, seine Situation. Er beginnt ehrfürchtig zu werden. Und der Seminarleiter spricht Worte, die ganz tief unter der Haut gehen. Der eine weint, der andere lacht. Und er spitzt sich zu. Was geschieht? Alle, die in diesem Raum sind, sind gefangen von einer Energie, die sie nicht loslässt. Selbst sie auf dem Stuhl sitzen, in diesem Kreis, bekommen Tränen in die Augen, werden angerührt. Nach dieser Aufstellung, die sich ganz langsam zu einem Höhepunkt hinbewegen lässt und wo Worte gesprochen werden, die Erleichterung in den Menschen hervorrufen, was man in ihren Gesichtern sehen kann, entsteht zum Schluss Lachen, Freude, Erleichterung, Beschwingtheit. Lass dich ebenso von diesen Familienstellen begeistern und löse das, wovon du nicht loskommst. Alleine an deinem Tisch wirst du es nicht schaffen. Sei dabei, sei ein Teil dieser Gemeinschaft.
Ich lade euch ein, am 29. Februar von 9 bis um 16 Uhr wieder in Vimea zu einem spannenden Seminar. Dein eigener Weg zu dir selber. Bis dato verbleibe ich euer Robert Gerhard. Ciao.